Der reiche und der arme Bruder. Es gab einmal zwei Brüder. Einer war reich, der andere war arm wie eine Kirchenmaus. Der arme Bruder pflügte und besäte ein Stück Acker, um davon zu leben. Als die Rüben wuchsen, wurde eine so groß, dass der Junge nicht wusste, was er damit machen soll. Er konnte sie nicht essen, denn er hätte dazu mindestens 100 Gäste einladen sollen. Doch was ist das für eine Bewirtung, wenn nur Rübe aufgetischt wird? Die Rübe auf den Markt zu bringen, war auch keine gute Idee, denn die Frachtkosten hätten mehr als der Preis der Rübe betragen. Er dachte darüber so lange nach, bis er beschloss, die Rübe dem König zu verschenken. Das besondere Geschenk hat den König so sehr erfreut, dass er den Jungen reichlich mit Gold belohnte. So wurde der arme Bruder reich. Als der reiche Bruder das hörte, beschloss er, dem König ein Geschenk zu machen. Vielleicht würde ihn das noch reicher machen. Er legte all seine Juwelen und Edelsteine in eine Truhe und brachte sie dem König. Der König dachte, er schenke seinerseits dem reichen Bruder etwas Besonderes. Also machte er ihm die riesige Rübe zum Geschenk. So ist der habgierige reiche Bruder übel angekommen.